Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft gehabt, Rache zu nehmen für Lysandus. Und ja, wir hatten auch dann Ende der letzten Folge hier ein bisschen Geld verdient. Wir haben jetzt diese Dinger hier, keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Und unser Inventar ein bisschen leer gemacht, aber auch zusätzlich hier unser Portemonnaie voll. Wir sind hier jetzt aber immer noch in Wayrest. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich jetzt machen müssten, weil wir hier noch keine neuen Aufgaben bekommen haben. Vielleicht müssen wir nach Menevia zurück. Ich bin mir nicht sicher. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch noch einmal kurz in die Bank. Dann gehe ich nochmal wieder da nach oben hin. Nimm unser Geld mit. Mach mir da ein Letter of Credit oder wie auch immer. Dann gehen wir einmal kurz nach Menevia. So, Banking. Letter of Credit machen wir. Achso, warte. Genau das hier. 191 und dann machen wir 000. Ah, okay, dann 190000. Ah, okay, warte mal, dann 185000. Haben wir überhaupt so viel Geld? Ja. Und das ist das, was ich jetzt noch so hätte. 4, 3, 8, 0. So, dann haben wir das eben halt bei uns auf der Tasche. Packen das uns in den Wagen. So, removen und dann Gold. 4, 3, 8, 0. Und hier Letter of Credit packen wir mal da rein. Die lassen wir mal bei uns auf Tasche. Und dann gehen wir mal nach Menevia. Wo haben wir den? Lysandus Tomb. Da haben wir den wieder. Machen hier ein Safe Game auf die 4. Denn wenn wir da reingehen und den Weg zu Lysandus wieder raussuchen. So, ich hoffe, wir können da ganz normal jetzt runter. Ohne Probleme, wir suchen uns den direkten Weg dahin. Klar, uns werden jetzt ein paar Gegner entgegenkommen. Das ist natürlich klar. So, da haben wir den hier. So, der hat eine Map. The scrap of parchment shows the location of the tombs of Hearthheart. You record it on your map. Nice. Ja, da können wir. Das wäre 8 Gold wert, das wäre 40 wert. Nehmen wir das mit. Natürlich ist hier wieder alles zu. Ist die Map noch so zumindest vorhanden? Ja. Jetzt eben schauen, wo war denn der Grab da hinten. Den Weg bis hierhin müssen wir wieder finden. Der beste Weg dafür müssen wir gleich mal schauen. Vorausgesetzt, wir kriegen das hier jetzt auch mal auf. So, und hier noch mal dasselbe. Ja, die Gegner hören wir schon. Jetzt hier noch mal schauen, was ist der sinnvollste Weg, um darüber zu kommen.
Ist das hier unten nämlich verbunden oder ist das oben verbunden? Wir brauchen nämlich so den hier. Ja. Und dann noch am besten den hier. So. Und hier ist es dann untenrum am besten, glaube ich, um dahin zu kommen, oder? Ja, untenrum. Genau. Und um hier hinzukommen, so machen wir mal einmal hier, müssen wir hier hinkommen. Und um hier hinzukommen, müssen wir schauen wir mal gleich. Jo. Brauche schon Feeling, das nehmen wir. Vielleicht können wir das jetzt sogar schon lösen. So. Dann den hier einmal. Vielleicht machen wir hier auch noch auf die 2 ein Safe Game. So, jetzt sind wir da oben. Dann ist der sinnvollste Weg, hier hoch zu gehen. Hier kann ich nicht ruhen. Wie sieht's hier aus? Ja, hier kann ich. Vielleicht müssen wir auch einfach zurück zu Medora. Kann auch sein. Wäre auch sehr gut möglich. So, jetzt sind wir hier. Und müssen uns den Weg nach hier oben irgendwie frei ebnen. Hä? War ich hier falsch abgebogen? Ich glaube, ich war hier jetzt falsch abgebogen. Nee, doch nicht. Hier jetzt nach links. Und dann nach unten. Genau hier müssen wir hin. So, wie sah es hier jetzt aus? Da müssen wir hier jetzt nach rechts. Und dann hier links und dann müssten wir gleich schon da sein. Genau, das ist hier jetzt. Jo, dann müsste es hier jetzt nach oben gehen. Oh! Sorry, Dude, hab ich nicht gesehen. Ist ein sehr, sehr langer und verwirrender Weg hier auf jeden Fall. Da schon der nächste. So. Na, komm, nehmen wir mal mit. Und hier lang. Ja, die sind mir jetzt relativ egal, wie die hier am Schreien sind. Moment mal. Da ist aber keine Geheimtür.
Auch wenn die ganz nah aneinander sind. So. Nein, 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 nein. Das lässt du bitte bleiben, ja? So, kann ich das überstehen, ohne angegriffen zu werden? Jo. Dann machen wir hier auch nochmal. Den hier. Nicht, dass wir gleich getötet werden. Lass mich raten. Hier bin ich jetzt wirklich falsch abgebogen. Ah, hier hätte ich hochgemusst. Genau, und hier. Jo, hier sind wir richtig. Das ist hier jetzt geradeaus durch. Müsste das hier gewesen sein, genau. So. Und hier. Ein sehr langer, verwirrender Weg. Jo, Spinne, hab ich jetzt erschrocken. Spider hat nix. So, nochmal auf die Map gucken, dass wir uns hier definitiv nicht verlaufen haben, um sicher zu gehen. Warte mal. Genau, hier nach oben. Vielleicht resten wir hier noch einmal ganz kurz. Einmal kurz Pause, ja. Wäre eine Idee. Und schauen dann nochmal hier. Ja, da war der Weg. Die Weg, genau. Dann können wir hier nochmal gucken. Genau, geradeaus durch. Machen wir nochmal das. Die Magiker geht aber auch echt schnell hier runter. So. Dann müsste hier jetzt eine Abbiegung sein. Ja, genau. Dann hier runter. Und hier haben wir den Fahrstuhl. Wir sind schon da. So, der hat auch noch eine Map. Location of the Gearing Cemetery. Nice. So, dann haben wir den. Der hat nichts. Jetzt müssen wir wieder. Alter. Ich will nicht wissen, wie viele Tage wir jetzt so verbracht haben. Dann ist hier noch einer. Den muss ich jetzt aber hoffentlich überstehen. Ja, komm. Der war jetzt ein beschissener. Ja, komm. Komm. Mach schon.
Ja, ich will jetzt noch weiterleben, bitte. Lass den Scheiß. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg hier von nochmal von vorne machen. Boah. Was ein Wichser. Ja, komm, schnell. Ja. Boah. Dann machen wir hier eben nochmal so ein Safe Game. Gehen vielleicht noch ein paar Meter hier hin. Hier können wir resten. Okay, den habe ich kein Problem mit. Dedrick Longsword. Aber egal, können wir gut verkaufen. Er hat nichts. Schade eigentlich. So, und hier nochmal. Hier müssen auch noch wieder ein paar sein. So, wo ist denn die Nymphe? Hier irgendwo unten, ne? Da ist der Hebel. So, und hier wieder hoch. Jo, bitte. Okay, die haben wir erledigt. Ah, der hat sogar noch was. Holy Water. Okay, und die Tür haben wir jetzt auf. So. Wir wissen ja zum Glück, wie wir wieder hochkommen. Wo ist der andere Geist? Gab es hier keinen anderen Geist? Nochmal Holy Water. Hä? Wo kommst du denn her? Ach so, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann waren wir hier jetzt für umsonst hin. Können wir den hier einmal kurz machen? Jo. Einmal geheilt. Dann können wir hier wieder gehen. Dann müssen wir vielleicht zu Medora. Ja, dann suchen wir den Weg wieder zurück. Den finden wir aber auch. So, und hier. Wenn man einmal schon eigentlich drinne war und die Karte noch offen ist, dann ist es einfacher, hier den Weg wieder zurückzufinden. Beziehungsweise wieder nach unten. Jetzt bin ich aber zu weit gegangen. War, glaube ich, hier, oder? Genau, hier war der Weg. Einfach der Leichenspur hinterher. Dann finden wir den Ausgang. So, und hier müssen wir die Richtung, ne? Nein, die. Da sieht der Weg zurück. Kommt der denn her? Von hier? Der wollte auch noch unbedingt. Der wollte auch noch breit. Okay. So, wir müssen hier jetzt nach links und hier müssen, wenn wir das auch mal bitte sehen könnten. Von da kamen wir, also müssen wir hier geradeaus durch. So, und dann müsste ich hier eine Tür. Ja, hier haben wir die Tür, hier haben wir den Ausgang. Genau, da haben wir wieder die rote Tür, dann wieder hier lang wahrscheinlich. Ja, von da kamen wir. Da ist die Tür offen. Kamen wir sicher von hier? Ja. Okay.
Und dann. Moment. Hä? Da müssen wir raus. Dann kamen wir auch hier wahrscheinlich, hä? Ja, und dann wieder geradeaus durch. Wir verbringen jetzt in dem Dungeon nicht so viel Zeit. Keine Sorge. So, und hier jetzt nach links. Genau, jetzt sind wir schon wieder. Der hat uns noch nicht gesehen. Obwohl, wir könnten mal schauen, was der im Inventar hat. Die haben immer super Zeug im Inventar. Beziehungsweise, was heißt immer? Also oft zumindest. Manchmal. Gelegentlich. So in der Richtung irgendwie. So, dann müsste hier jetzt gleich der Teleporter wieder sein. Diesen Weg Richtung. Genau. Jo, dann sind wir wieder hier. Also, genau, den. Ach komm, nehmen wir die auch noch mit. Können wir auch noch verkaufen. Da müsste hier unten noch ein Dude sein, irgendwo. So. Netter Dude. So, nehmen wir auch noch mit. Dann war das, glaube ich, hier, genau, diesen Weg, um hier wieder rauszukommen. Dann müssen wir halt zu Medora gehen einmal. Oder, ja, könnte sein, dass wir auch noch einen Brief kriegen. Kann auch sein. So. Dann hier die Renny Tower, aber dann gehen wir mal vielleicht. Vielleicht nach Charonfort erstmal. Einen Brief haben wir noch nicht bekommen. Aber den Krams, den wir jetzt hier erstmal eingesammelt haben, können wir eben verkaufen. So, hier. Ah, wieder läutern. 3 Stunden, das wird wohl reichen. Jo. Hier, ich hab was für dich. Das. Das darfst du alles haben. Das auch. Die Dinger auch noch. Das ist ein Geschenk. Hier habe ich nichts. Okay. Ja, okay. Dann machen wir auch noch. Gucken wir mal. Der hat hier nichts. Nope. Nee, Leder wollen wir nicht. Auch nicht. Und auch nicht. So, okay. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, war gerade ein Anruf von der Arbeit halt gewesen. Deswegen musste ich jetzt kurz pausieren. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau, wir wollten die Sachen hier jetzt in unseren Wagen reinpacken, ne? Nee, nein, nein, das nicht, bitte nicht. In den Wagen, genau. So, 10.898 haben wir. So, dann können wir jetzt ruhig nach hierhin fahren, nach die Renny. So, wo ist der Eingang? Und dann hoffen wir mal, dass wir hier bei der guten Dame irgendwie weiterkommen. Hier war der Eingang. Okay, die bekämpfen sich erstmal da oben. Nee, doch nicht. So. Die müssen auch gleich zu uns kommen.
So, nehmen wir mit. Hat der Dude noch etwas? Oh, wo kommst du denn her? Da kommt die gute Frau. So, immer die netten Dädradamen. Ah ja, hier drin auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Haben wir hier noch die komplette Map, den kompletten Weg? Ja, der ist noch komplett markiert. So, das nehmen wir auch noch mit. Jo, geil. Beide auf einen Schlag. Nehmen wir alles mal mit. Ah, verdammt, wir müssen ja nach oben. Dann können wir hier eben alles mal... Hoppala. Einlagern. Die Dinger. Das. Die Dinger. Und die Dinger. Und dort Gold. 1500... 29. Nee, andere Richtung. Dieses. Die Seite müssen wir nach oben. So. Die haben nichts. Komm, geh auf. Alter, dauert das ewig mit den Dingern. So, dann müsste jetzt unten offen sein. Wir versuchen mal das durchzurushen. Hier auch nochmal ein Safe Game machen. Yo. Den Lich haben wir aber schnell gekillt. So, wo war denn der? Exakte Weg nochmal. Das war eigentlich das da vorne. Ich hoffe, wir finden noch den richtigen Weg. Genau, das müsste hier gewesen sein. So. Jo! Wo kommt die denn her? Dann einmal das. Die hat uns da richtig Leben abgezogen gerade. Hä? Nee, hier war's falsch. Okay. Aua. Die hat uns jetzt ordentlich Leben abgezogen, aber... War das hier jetzt nicht der Weg? Nee, das war's nicht. Das war hier oben, ne? Um zu der guten Dame zu kommen. Oder warte mal. Nee, falsch. Nochmal zurück. Das war hier komplett falsch. Genau, da müsste es hier sein. Ja, hier war das. Genau. Und hier, genau, hier geradeaus durch. So, den haben wir gekillt. Kommt hier jetzt noch einer auf mich zu? Da oben. Achso, ein Geist. Der hat seine Magikarten jetzt komplett verbraucht. Immerhin. Nee. Das. So, Map. Was sagt hier Google Maps? Wo muss ich nochmal hin? Ich glaube, das war der hier. Ja, das war hier. Komm, ich will hier hoch. Okay.
Okay, das funktioniert. Immerhin. Autsch. So, dann ist hier wieder ein Vampir. Ja, nice. So. Hier war irgendwo noch ein Geist, oder nicht? Hä? Da! Er hat schon versucht, mir hinterher zu laufen. So, nochmal ein Safe Game, weil da hinten definitiv immer Lichts sind. Nee, das ist nein, 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 nein. Ancient Vampire. Okay, das war dann hier andersrum. Dann war das so rum. Hier einmal den hier. So. Schon wieder immer zwei Geister hier. Nochmal ein Safe Game. Bevor wir hier drauf gehen. Yo. Der ging aber schnell drauf. Hä, auch nicht? Okay. Muss ich vielleicht nach Osinium? Ich raff es gerade nicht, was ich jetzt machen muss. Wie sagen, wir gehen hier nochmal zurück. Nein! Okay. So geht's auch. Wo war die Tür? Hier war die Tür. So. Hier. Ah, hier kommen wir erstmal nicht nach oben. Doch, wir können hier wieder hoch. Wir haben ja die Levitation-Ding hier. Use. So. Genau, da haben wir den. Ah, geil. Kann ich hier auch noch ein bisschen rumfliegen? Was wohl da oben gibt's? Komme ich auch hier dann? Okay. Okay, von drinnen komme ich, also von da oben komme ich auch genau an demselben Aus Eingang. Das ist ja cool hier oben. So, dann würde ich sagen, wir reisen erst einmal zurück nach Daggerfall. Das war ja hier. In zu uns nach Hause. An unfamiliar object on your pack catches your eye. It is a letter addressed to you in an elegant flowing script. How did that get there? So, letter after you. Use the time wisely, Mordister Halfsmith. Werwolfjäger wahrscheinlich wieder. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir sind wenigstens wieder in Daggerfall, der Hauptstadt. Und können ihm mal den ganzen Stuff andrehen.
So. Und hier die Dinger. So, wie sieht's aus? Was hat er hier im Angebot? Okay, bisher noch nichts wirklich von Interesse. Gucken wir mal oben. So, nee, hier haben die nichts. Dann gehen wir wieder raus. So, Westen ist gewittert. Aber ich finde schon krass, dass es hier die Familie Wayris war. Was steht denn hier eigentlich? I'm on a mission from the Emperor to investigate the shade of King Lysandras. His spirit has been haunting the city of Daggerfall. The Emperor himself has charged me with the duty of laying his ghost to rest. There's also the minor matter of a letter he sent to the Queen of Daggerfall. If I should find out what happened to the letter, he would be most appreciative before landing in Daggerfall. A sudden storm capsized the ship. I barely made it into this cave. Only here, I met with Lady Brisiana in a tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Varys, and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysandra's ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. Und Lysandra's ghost appeared to me and told me that only the death or humiliation of his murderer, Lord Woodborne, would lay his soul to rest. Lord Woodborne is a noble of Varys, and brothered to Princess Lysana, he has a castle in the wilderness of Varys. Oder müssen wir vielleicht nochmal nach Varys? So, hier müssen wir nach Norden, da sind die ganzen Shops. Dann wird die Folge heute ein bisschen länger. So, hier haben wir den Kreismarkt. Hier. So, dann können wir ihm die Kräuter hier verkaufen. Und hier auch noch. So. Sonst haben wir nichts mehr. Hier Waffenshop, können wir mal gucken. Nix da drin. Auch nichts dädrisch. Auch nichts dädrisch. Und auch nichts dädrisch. Wie sieht's denn hier aus? Das können wir nicht. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Finde ich schon komisch. Aber dann hier ist noch was. Mithril brauchen wir nicht mehr. Ah, den hätten wir. Egal, dann gehen wir in den nächsten Laden. Klamottenladen brauchen wir nicht. Hier auch nicht. Hier. In den Laden gehen wir dann mal rein. Da können wir dem Jüter auch noch das verkaufen, was wir hier noch übrig haben. Hatten wir doch irgendwo noch was, oder? Hatten wir nicht noch was? Egal, dann auf in die Bank. So. Deposit 8933. Jo. Achso, ich muss das erstmal wahrscheinlich hier aus dem Wagen rausnehmen. So. Und hier nochmal. 16.807. Dann haben wir hier jetzt 500.000, also fast 600.000 wieder.
In Daggerfall. Das finde ich nice. So, dann ist jetzt die Frage, müssen wir jetzt wirklich zu Lysiana, oder wie die heißt da, in Varys hin? Dann würde ich sagen, da machen wir uns dann in der nächsten Folge auf den Weg. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!